Der Minet-Park ist so ein Freilichtmuseum. Du hast der Fond de Grasse, du hast La Sauvage. Das sind die Ortschaften. Und dann haben wir aber zwei historische Züge, die fahren den 1900. Das ist eine Normalspur, Miniaspur, Schmalspur für zwischen der Fond de Grasse und La Sauvage, auch durch eine authentische Galerie. Von der Grasse haben wir historische Gebäude, die die Leute auch können besichtigen können. Eine Algoire, die damals auch gebaut wurde, wie auch eine Elektrozentrale, eine Epicerie, wo da viele Leute hineinkommen, für so eine riesige Zeit zu machen, die in Anfang am Weekend machen kann.